Hi, hallo und herzlich willkommen hier auf KickMLP. Wir spielen eine weitere Runde Battlefield 1. Immer noch mein Go-To-Game, wenn ich ein bisschen Spaß habe, unkomplizierten Spaß haben will. Wir spielen auf Achibaba, eine recht nahkampfintensive Karte mit der Support-Klasse, die mir zurzeit am meisten zusagt. Wir haben die Huat hier, das ist... Ja, 26 Schuss nur, Schussfrequenz nicht so hoch. Lässt sich aber relativ gut auch im Laufen bzw. im Stehen schießen. Hat auch einen Bipod dabei. Ist so ein bisschen ein Mischlingsgerät, sage ich jetzt mal, zwischen sowas wie der Bar. Storm, die BIS Storm, die ihr auch schon gesehen habt. Die eher auf Nahkampf ausgelegt ist. Und mit der kann man aber mit Einzelschüssen auch schon recht weit snipern. Deswegen... So ungefähr. Schüsse sind natürlich nicht so stark wie jetzt bei einer Sniper-Waffe oder was Vergleichbarem. Scheiße. Trotzdem bleibe ich eher ein bisschen im Hintergrund. Geh mal rüber zu B und press hoch zu D. Das ist mir zu wild hier und zu unübersichtlich. Ja, ihr seht also, es braucht schon kurz, bis man Gegner gekillt hat. Ich glaube 5-6 Treffer muss man machen. Schussfrequenz nicht gigantisch, aber passt. Dafür eben Längen, Reichweite, sagt man da. Schauen wir mal, ob die was wird. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich bin bei der, Klasse, habe ich einfach noch nicht die Waffe gefunden, die mir so richtig gut zusagt. Ich wechsle durch diverse immer wieder mal, finde ich eine besser, eine schlechter. Schauen wir mal. Enemies da hinten. Bleiben, echt. Das finde ich persönlich ein großes Spiel, Problem in First-Person-Shooter insgesamt, dieses Hängenbleiben. Ne? Weil wenn man das, wenn es jetzt die Realität wäre, hätte man ja ein Gefühl für seinen Körper. Man würde spüren, wenn links von einem irgendwas ist. Aber hier, wenn ich jetzt zum Beispiel links ausweichen will und da ist irgendein Stein, dann hänge ich einfach an dem Stein. Hab keine Ahnung, wieso ich mich nicht nach links bewege und schon gerichtet bin. Das war, glaube ich, ein bisschen zu mutig. Boom. Clear. Da hinten ist einer. Da ist ein Sniper. Ah, seht ihr? Das meine ich. Und das können die anderen halt nicht. Also zumindest nicht im Stehen. Ich meine, klar, ihr habt die M... Ach, keine Ahnung, wie mit den 250 Magazinkapazität. Habt ihr ja gesehen im vorletzten Video. Wenn man sich mit der hinlegt, dann ist... Das ist fast praktisch Stromlinie, glaube ich. Ah, scheiße, jetzt war keine Granate drin. We have lost objective Duff. Hm. Ja, aber... Genauigkeit ist extrem. Mag daran liegen, dass ich davor viel die BIA Storm gespielt habe, wo der Recoil absolut abartig ist. Aber... Rein. Das war doch ein Gegner, oder? Ja. Guter Lauf bisher. Oh mein Gott, ich hab kaum Munition. Enemy. Okay. War hinter mir oder vor mir? Nein, aber hinter mir. Scheiße. Gut. Aber 6 Kills auf ein Leben finde ich wunderbar. So langsam kriegst du hin meine Kitty, also die Differenz zwischen Kills und Toten auf 2:1 zu halten, was ich mir von Anfang an vorgenommen habe. Trotzdem hat man immer wieder mal Runden, wo man einfach stirbt und stirbt und stirbt und nicht auf die Reihe kommt. Da war doch ein Sniper, oder?
Menschen da. Ist er da oben irgendwo? Keine Ahnung. Ganz gefährlich. Ich gehe hier ein bisschen bei, mit C spielen. Nope. Oben? Nope. Ja, auf so eine enge Reichweite hat man natürlich mit der BAS Storm bessere Karten. Auch wenn der Recoil dreckig ist, aber die hier braucht einfach eine Sekunde oder anderthalb, um den Gegner zu töten. Frontal und wenn der Gegner halt einfach eine SMG und eine andere Waffe dabei hat, dann reicht das halt. Hm. Okay. Es gibt eine Optical-Variante, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Da brauche ich 300 Kills mit dem Ding hier. Schauen wir mal, ob das klappt. Und, war doch ein Gegner, oder? Und außerdem 25 Tank-Kills mit dem Limpet Charge. Das finde ich deutlich schwieriger. Limpet Charge ist diese, ich sag mal, Klebebombe, die man an Panzer anbringen kann, indem man sie dran klebt, wenn man hingeht. Ziemlich mutig von mir, über das Feld zu laufen, aber ich habe die Orientierung verloren. Oh, da ist ein Gegner. Das war schwach, Leute. Oh Mann, war das schwach. Naja, es muss ja irgendwie wieder ausgeglichen werden, ne? Typischer Fehler von mir, der mir häufig passiert, ich weiß nicht, ob es euch so geht, falls ihr selber Battlefield oder andere Online-Shooter spielt. Wenn ich in einer Situation wie gerade bin, ne, ihr habt es gesehen, ich habe flankiert, ich kam von der Seite und ich laufe in eine Gegnergruppe. Wie waren das? Vier oder so? Dann bin ich so, ich sag mal, unter Stress. Scheiße, schade, ja, das war eine BAS Storm, sag ich doch. Immerhin Assist Count und S-Kill. Bin ich so unter Stress, dass ich mich nicht entscheiden kann, auf wen ich eigentlich schießen will oder ob ich mich zurückziehen will. Was heißt, sollte ich mich am ehesten zurückziehen? Komm schon, Medic. Dankeschön. Und dann schieße ich irgendwie auf alle ein bisschen, was natürlich das Dümmste ist, was man tun kann, und dann verliere ich. We have lost objective Charlie. Yes! Zack! Nochmal? Nein, schade. Die Frage, ob ich mich darauf wirklich einlassen will. Bin mir nicht so sicher. Oh naja. So, wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Boah, übel! Schade, es hätte viel, viel mehr Kills geben können. Ja, da seht ihr, die Waffe ist halt schwach. Und das ist wieder das, was mich zurück zu BAA Storm treibt, weil er einfach einen irren Punch hat. Vielleicht zeigt man das einfach mal im Vergleich, dass ihr das mal ein bisschen seht, was meine Favorites gerade sind. Das ist die BAA Storm. Kein Bipod, nur 20 Schuss im Magazin. Also, und ich tu mal nicht gegenlenken, Moment. Mal nicht gegenlenken. Seht ihr den Recoil? Krass. Und das war jetzt down the sides. Das ist die Storm-Variante, sonst natürlich noch schlimmer. Die Bullets verteilen sich überall. Dafür hat das Ding einen Punch. Und wenn man den Recoil kontrollieren kann, was nicht einfach ist, aber auf zumindest nahe und mittlere Entfernung gut machbar ist. Für mich jedenfalls. Dann ist das Ding der Wahnsinn, weil es halt irre viel Schaden macht und die Gegner nach halben Sekunde legt oder so. Wahrscheinlich eher nicht. Das waren meine Leute und schon bin ich tot. War sicher, das war ein Gegner hier. Genau, belebe ich mit einem Feuer wieder. Das ist voll die gute Idee. Kein Bock auf den Scheiß, wir gehen hoch zu E. Uff. 10 zu 3, alles gut. Enemy. Enemy. Okay. Friendly. Friendly. Oh, da hinten kommt was. Es hätte jetzt klappen können, aber ich hatte ein bisschen Schiss, weil es nur mal ein Sniper war.
Normale Granate. Und hinlegen. Puh. Ist da noch einer oder nicht? Wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich ihn. Aber noch einer. Oh, blöd. Treffer, Treffer, Treffer. Ja, das meine ich. Seht ihr? Und weg. Mit der Hurt hätte ich den Kampf hier jetzt verloren gerade. Schüsse. Dafür kein Bipod und wie gesagt, der Recoil ist echt dreckig. Ich habe lange gebraucht, um Recoil überhaupt kontrollieren zu können. Ich kann es immer noch nicht wirklich gut. Aber ihr seht, meine ersten Schüsse liegen meistens auch nicht ganz so gut und dafür ist die BR Storm aber ausreichend. Mit dem Magazin kann man den Gegner auf jeden Fall legen. Vielleicht auch zwei. Jetzt habe ich versucht, mich zu konzentrieren, nicht den gleichen Fehler wie vorhin zu machen, aber es waren trotzdem zwei, die auf mich geschossen haben. Aber das waren, glaube ich, fünf Kills in dem Leben, also wunderbar. Bleiben wir erstmal bei der. Ich befürchte, das wird meine Go-To-Waffe bleiben. Ich habe übrigens endlich das Achievement geschafft, 100 Leute zu resupporten. Mit dem Support bedeutet 100 Mal Munition auszuteilen in einer Runde. Das ist ganz schön knackig. Das mache ich nonstop, sich nur darauf konzentrieren, also sowas bei mir zumindest. Dann hat es gut geklappt, war ich glücklich. Aber D, hier ist under pressure, gucken wir mal, wo sie sind. Wahrscheinlich close. Anywhere? Ja, ein Gegner ist irgendwo. Come on, wo bist du? Da oben ist einer. Ah, schade. Okay, da habe ich jetzt schlecht gezielt, weil ich nicht mit ihm gerechnet habe. Das ist der einzige Grund, warum er mit der IMG besser war als ich. Gegner gekillt, das finde ich gut. Trotzdem habe ich ihm sau viel Schaden gemacht, habt ihr gesehen. Da ist ein Sniper. Jetzt habe ich den nicht fertig gekillt. Oh, habt ihr das? So eine Scheiße. Das war wirklich schwach von mir. Ich habe praktisch die Waffe schon weitergezogen. Obwohl der noch gar nicht tot war. Und von meinem Gefühl heraus geschätzt habe, weil er tot ist. Keine gute Idee. Wieder hoch. Ich glaube, wir gehen da hoch. Wir brauchen kurze Reichweiten. Kurz bis höchstens Mittel. Ist gut für die BA. Alles andere ist nicht zu schaffen. Ist er tot? Ja, ist tot. Seht ihr das mal nicht? Und das gewinnt man halt nur mit der BA Storm. Da ist einer. Ich höre ihn. Friendly. We have lost objective Charlie. Das ist ein Gegner. Ah, blöd. Aber ich habe genug Medics in der Nähe. Kommt schon, holt mich. Holt mich. Komm schon. Junge. Oh. Echt jetzt. Seriously. Come on and get me now. 18 zu 4. Hol mich jetzt. Hol mich jetzt, meine Güte. Harte Arbeit, aber vielen Dank. Und gleich sterben, bitte. Das Dumme ist, wenn man so eine Weile liegt, verliert man so ein bisschen das Gefühl für die Linie, das heißt, wo der Gegner ist und wo, oh mein Gott, das Haus ist komplett zerstört. Bitte nicht mehr viel Deckung. Da scheint es einen Push zu geben von der Seite. Dann gucken wir mal, ob wir hier pushen können. Wir sind halt alleine, was ich nicht sonderlich cool finde. Ja, sehr schön. Das war leider nicht ich, aber Hauptsache er ist tot. Schuss ins Blaue, sagt man da, glaube ich.
Die hier werden jetzt wahrscheinlich gut, aber ich nicht, da bin ich gleich tot. Ich muss trotzdem. Nee. Ja, na gut. War klar, dass die jetzt von hinten kommen. Wenn ich mich mal in so eine Situation begebe, kommen sie auf jeden Fall von hinten. Hier kommen jetzt auch keine Squadmates, glaube ich. Das war ganz klar den hier Punkt. Wie sieht es denn aus? 600 zu 560, 640. Also wir führen. Aber nicht allzu weit. Was machen die Squaddies? Keine Ahnung. Sag mal an, Squad-Leader. What now, Sergeant? Das war kein Friendly hier. Hier links irgendwo. Schade. Da habe ich nicht sauber gezielt, bin etwas links geblieben. Ja, ich habe inzwischen mir so ein großes Mauspad gekauft, wie man es aus dem professionellen Bereich kennt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man mit 400 DPI spielt. Also mit einer relativ langsamen Maus. Das ist immer noch das Problem, dass man eigentlich immer... Scheiße. Ich habe einen Kill dafür gekriegt. Ich versaue es hier gerade wieder. Danke. Wenn man nicht mittig in der Anfangsposition ist. Ne? Also man sollte immer korrigieren. Wenn man gerade nicht im Kampf ist, dass man wirklich mittig ist, hat man wirklich dementsprechend den Squad Leader, sehr schön. Dementsprechende Möglichkeiten. Ich glaube, da unten sind Gegner. Der hier zum Beispiel. We have taken objective Charlie. They got me. They're ignited. Komm schon, wirf mir einer was jetzt. Lass mich immer auf solche Kämpfe ein, obwohl es total dumm ist. Wir müssen pushen hier, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr weiter. Fucking Gas. Für eine Stormwaffe ist es mit dem Gas auch zu kotzen, weil man ja nicht mehr zielen kann. Und dann funktioniert die halt einfach nicht mehr richtig. Da noch einer? Nope, sieht nicht so aus. Aber wo kam dann die Granate her? Da kommt noch einer, ich bin mir sicher. Ah, und von hinten. Verdammt nochmal, der kann sich nicht auf den Verlauf der Frontlinie verlassen. Und schon sind wir wieder bei schlechter als 1 zu 2. Sehe ich das richtig? Ne, das bin ich ja gar nicht. 20 zu 6, oh. Ich war gerade bei 19 zu 14. 20 zu 6 ist noch gut. Tja, okay, ich wollte euch noch die dritte Waffe, die, oder vielleicht noch die IMG. Also, ich habe jetzt gelesen, die zurzeit beliebteste Waffe überhaupt ist die Parabellum. Ich zeige es euch mal in der Low-Weight-Variante, das ist so der Standard, den ich meistens nehme. Ich gehe hier zu meinem Teammate. Nee, ich gehe hier dazu, guck, dass wir B halten. So. Wieder eher ein klassisches Gewehr. Also eine klassische LMG. 100 Schuss. Bipod und so. Extrem hohe Schussfrequenz. 700 Schuss die Minute. Moment. Hammermäßig. Aber ich tue mal den Recoil gar nicht kontrollieren. Das Ding fliegt durch die Gegend, als hätte sich irgendwas eingeschmissen. Das heißt, sie ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren im direkten Kampf und eigentlich nur verwendbar, wenn sie bipodded ist. Und allerdings saustark durch die 700 Schuss Frequenz. Seht sowas hier. Sie liegt in der Regel nicht, dann läuft sie heiß und ich bin tot und überhaupt. Ich hab sie nicht im Griff. Probieren wir es nochmal. Lost objective butter. Yes, okay, yes! Das war jetzt mehr Glück als Verstand, dass wir den Kill gekriegt haben. Oh, seht ihr, was ich meine? Was habe ich erzählt?
Holy crap. Und mehr Glück als Verstand gilt weiter. Das war sehr unprofessionell, was ich hier gerade gemacht habe. Und hab's überlebt. Hab's nur noch einen Kill rausgeholt. So, jetzt ist es weit, Leute, ja. Gelesen, dass im kommenden Battlefield 5 das mit den Bipod-Sätzen deutlich besser funktionieren soll. Das hoffe ich sehr, weil ich finde es hier immer noch eigenartig, wie es manchmal funktioniert und manchmal nicht. Und schon Granaten. Ah, ich hasse diese Waffe. Nein, das ist definitiv nicht meine, das ist nicht meine. Und nur rumliegen will ich halt einfach auch nicht. Das ist nicht mein Style. Wenn sowas hier nicht klappt. Weil der Bullsplat einfach zu krass ist, dann ist es nicht meins. 22.8. Die 1:2 wollen wir aber halten. Ich könnte euch jetzt noch die IMG zeigen, wenigstens einmal kurz. Dann ist das hier einfach so ein Überblick über die Supportwaffen, die mich so interessieren. Die ist ja ein bisschen ähnlich, schießt nicht so schnell wie die Parabellum, ist aber auch nicht so krass wie die Parabellum. Lässt sich schon kontrollieren, ist ein ganz gutes Mittelding eigentlich. Aus den erwähnten Sachen, was die klassischen LMGs angeht, das heißt keine zum Rumrennen. So ist jetzt die Hurt oder die BR Storm sind. Eher für mittlere Reichweiten. Ist da ein Gegner? Jetzt will man mal Gegner haben und dann sieht man keinen. Da war ein Shocktrooper. So, da oben scheint ziemlich viel los zu sein. Dann gucken wir mal, ob wir uns da was abholen können. Ah, oh, und wir haben von hinten angegriffen. Wie ihr seht, ohne Bipod ähnlich kompliziert. We have lost objective Duff. Gegner Massen jetzt hier. Oben bei D. Gucken wir, ob wir da noch was abholen können. Wir haben nur 50 Punkte, also lange dauert das Spiel nicht mehr. We have taken objective Charlie. Ich habe mich niemand gesehen. IMG gegen IMG. Ja, die finde ich ziemlich gut, um Flugzeuge runterzuholen. Flugzeuge. Ihr seht, wenn die bipodded ist, dann ist sie schon sehr akkurat. Uah, das war von hinten, ne? Das war ein Sniper. Scheiße. Auch ein typischer Fehler von mir. Ich benutze die rechte Maustaste in solchen Close-Quarter-Situationen. Dadurch braucht das Ziel einfach länger, bis er die Waffe hoch auf die Schulter nimmt. Und das hat mich jetzt gerade das Leben gekostet, sonst hätte ich den möglicherweise wegpusten können. Ich fürchte, kein Kill mehr jetzt für mich. Ein noch, komm schon, Spiel. Schade, die Granate hätte ihn vielleicht geholt. Aber 23:11 über 1:2, also für mich ein gutes Spiel. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr habt einen kleinen Überblick über die LMGs, also die Waffen der Support-Klasse bekommen, die mir gut gefallen. Es gibt deutlich ausführlichere und erschöpfendere Überblicke. Ist das die Mehrzahl von Überblick? Auf YouTube, das heißt, schaut euch weiter um, wenn es euch interessiert. Ich möchte hier nur ein bisschen Lust machen auf Battlefield. Und ja, wie gesagt, Battlefield 5 ist angekündigt und der Trailer kam jetzt raus und die ersten Infos vor ein paar Tagen. Schaut da mal rein, wenn euch das interessiert. Ich freue mich darauf. Nicht gedacht, dass mich die Battlefield-Reihe mal packt, aber ich finde es echt gut. Dann verabschiede ich mich mal. Ganz auf die Stats. Alles klar. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt mir halten, macht's gut und ciao.